Ich erkläre euch jetzt, warum Star Citizen kein Scam ist und warum du es unbedingt spielen musst und hier ein paar Euro in die Hand nimmst. Hey, ich bin der Gooks und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Also, um die Sache ganz klarzustellen. Ich bin Fanboy, aber nicht so einer, der anfängt auf allen rumzuhauen und zu prügeln, die sagen, Star Citizen wäre Kacke und Mist und blöd, sondern ich bin ein Fanboy, der die Sache kritisch beäugt. Ich bin jemand, der seit 2012 dabei ist und ich glaube, ich kann eine ganze Menge dazu sagen und habe eine ganz dedizierte Meinung. Die Sache mit Star Citizen ist so, wir warten sehr lange. Wir warten schon wahnsinnig lange auf dieses tolle Spiel und es wurden uns sehr, sehr viele Dinge schon im Vorfeld versprochen, die nicht eingehalten wurden. 2016 war so ein Breakpoint. Da sind so Dinge erwartet worden, die nicht kamen und dann hat sich's rausgeschoben und jetzt haben wir mittlerweile 2020 und mein Zahn ist gezogen. Star Citizen wird dauern, wird immer noch dauern, da kann man machen, was man will. Aber ich will trotzdem eine Lanze brechen und will dir sagen, warum es sinnvoll ist, sich Zeit für dieses Spiel frei zu machen und einzutauchen. Ich erkläre mal ganz kurz, was meine Sicht der Dinge ist. Also, Star Citizen ist ein massives Teamplay-Game. Du musst und solltest dir auf jeden Fall Freunde suchen und mit denen spielen. Das finde ich schon großartig. Solo geht hier so gut wie gar nichts. Dieses Spiel ist groß, wahnsinnig groß. Die Engine wurde auf 64-Bit umgearbeitet, damit die Entfernungen korrekt dargestellt werden können. Es wird einmal 100 Sternsysteme geben. Momentan haben wir eins. Aber auch das ist schon wahnsinnig groß. Mehrere Planeten, viele Monde, Raumstationen und andere Orte wie Asteroidenfelder machen das Spiel echt sehenswert. Apropos sehenswert, es ist detailliert. Es besticht durch eine wahnsinnig toll aussehende Grafik und wunderschöne Landschaften, dynamische Wettereffekte, dynamisches Licht, die Planeten drehen sich, bewegen sich, es gibt Tag- und Nachtzyklen, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Ein Zoom auf die Kleidung offenbart kleinste Details. Die Innenraumgestaltung von Gebäuden und Raumschiffen ist wahnsinnig komplex. Und das alles ohne Zwischenladezeiten. Das heißt, es gibt anschlussfreie Übergänge. Du startest vom Planeten, hinaus in den Weltraum, durchquerst große Distanzen, landest auf einem kleinen Mond und steigst aus deinem Raumschiff aus, um dir dann dort eine Pflanze anzuschauen. Es ist einfach unglaublich schön. Die Variationsvielfalt im Spiel, die Spielmechaniken, die jetzt schon da sind, sind groß und sie werden noch viel, viel größer werden. Natürlich gibt es Bugs und das ist das große Problem. Hier handelt es sich um ein Spiel in der Entwicklungsphase. Ein Spiel, das noch viel, viel Potenzial in sich trägt, aber noch entfalten muss. Es gibt dermaßen viele Ecken und Kanten, aber das ist ganz normal. Andererseits betrachtet ist es möglich, hier Spaß zu haben, das Spiel zu spielen, einzutauchen, in eine Welt, die dem Universum näher kommt als alles andere, was ich bis jetzt gespielt habe. Und trotzdem geht es hier noch um den Spielspaß und nicht um die absolute detailgetreue Nachbildung des Universums. Es soll noch Spaß machen. Die Systeme, die sich im Aufbau befinden, haben dem einen oder anderen schon manches graue Haar beschert. Deswegen muss man wissen, worauf man sich einlässt. Dieses Spiel ist es aber wert. Nicht umsonst setze ich mich immer und immer wieder davor, warte auf den nächsten Bug, der mein Spiel zum Absturz bringt, ärgere mich und tauche dann trotzdem wieder ein. Es ist ein gutes Spiel und es wird sicherlich viel Freude machen, die nächsten Jahre damit zu verbringen. Den Vorteil, den ich jetzt habe, ist, ich kenne mich von vorne bis hinten aus, weiß um alle Schwächen und Tücken, kenne die Spielmechaniken und wenn das Universum einmal startet und zu einem persistenten Universum wird, habe ich natürlich einen ganz klaren Erkenntnisvorteil. Auch du kannst dich daran beteiligen und kannst auch an der Entwicklung teilhaben. Du darfst dich in den Community-Beiträgen mit CIG streiten, deine Meinung äußern, testen und dich mit anderen Leuten streiten. Aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass man niemanden persönlich ankreidet, so wie kürzlich geschehen oder immer mal wieder. Wir sind alle nur Menschen. Und natürlich kann man jede und diese Meinung verurteilen und wie zum Beispiel bei meinen Videos unter das Kommentar schreiben, ich soll mich löschen. Aber dann lösche ich diesen Kommentar halt. Ihr könnt eure Meinung äußern. Ihr könnt sagen, nein, das gefällt mir nicht. Die Kritik gefällt mir nicht. Das, was du sagst, stimmt nicht. Meiner Meinung nach ist und so weiter. Aber haten um des Hatens willen
auf der einen Seite zu sagen, das Spiel ist Mist, auf der anderen Seite zu sagen, hey, das Spiel ist super und meine Kritik wäre unangebracht und ich soll doch was anderes spielen und meine Meinung für mich behalten, ist genauso destruktiv und nichtssagend wie die üblichen Kommentare im Internet zu allen möglichen Themen. Also Leute, Kopf einschalten. Schnappt euch das Spiel, ihr werdet es nicht bereuen. Kauft euch ein Starterschiff und wie ich letztens lernen musste, wurde beim Starterschiff Aurora ein Hotfix eingebaut, durch den man dann jetzt auch tatsächlich in der Aurora Pakete für Delivery-Missionen befördern kann. Also die Community wird gehört und kleinere Fixes werden eingebaut. Zurzeit spielen, laut Angaben von Chris Roberts, 30.000 Personen in der Spitze dieses Spiel. 1 Million aktive Spieler werden zum Ende des Jahres erwartet. Und wir sind noch in der Startphase. Wenn das Spiel erstmal rauskommt, wenn es da ist, wenn die Persistenz existiert, dann wird dieses Spiel wahrscheinlich bahnbrechend sein und wir werden über die nächsten vielen Jahre Spaß haben. Also, wenn du 50 Euro übrig hast und möchtest das Geld in ein gutes Spiel investieren, dann bist du bei Star Citizen an der richtigen Stelle. Aber denk dran, noch ist nichts in Stein gemeißelt und Dinge können sich verändern. Und liebe Hater und liebe Super-Fanboys, bitte Kopf einschalten, freundlich sein und eure Meinung begründen, dann ist alles gut. Ich bin der Gux, ich bin raus, ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.